Da hatte ich zwischenzeitlich wieder Spätschicht gearbeitet, weil ich dann nicht mehr zur Schule ging. Gehe Mittwoch, den 17.06., so gegen 10 Uhr nach Murgau in das Fräsmaschinenwerk. Gehe an meinen Arbeitsplatz, mit einem Mal ist der Strom weg, alles dunkel. Denke, na nu, was denn nun? Da höre ich bloß, wir stehen alle auf dem Fabrikhof. Raus auf dem Fabrikhof, großes Gemurmel und großes Damm, alles, keiner weiß, was los ist. Und dann stand einer vorne dran, wir marschieren in die Stadt. Tja, warum, weshalb? Dass in Berlin Bauarbeiterstreik war, das hatte man mitgekriegt über Rundfunk. Was anderes gab es ja nicht. Zeitung stand nichts. Ja, wir gehen dann in Muckau, in Leipzig-Muckau auf der Straße. Das ist ja eine belebte Fernverkehrsstraße. Und da sah man schon verschiedene kleine Demonstrationszüge. Unser Betrieb war nicht groß. Waren vielleicht 150 Leute, mehr waren es bestimmt nicht. Kleiner Demonstrationszug. Und nun war mein Handicap, ich war ja eigentlich arbeiten gegangen an dem Tag und war umgezogen, schon in Arbeitsklamotten, mein Schlosseranzug an. Und zu dieser Zeit war es üblich in solchen Betrieben, man hatte kein festes Schuhwerk, Schuhe waren ein bisschen knapp, man hatte Holzpantoffeln an. Das war eine durchaus deutsche Bekleidung, Holzpantoffel im Maschinenbaubetrieb. War bequem und konnte raus, Socken an, Holz. Nur stand ich auf der Straße mit meinen Holzpantoffeln und Schlosseranzug. Nun weiß ich ja nicht, ob Sie Leipzig kennen. Nun bin ich dann eine Strecke in dem Demonstrationszug mitmarschiert, sage ich mal, wie von hier bis nach Sudenburg, ans Ende oben, in Holzpantoffeln. Unterwegs kamen immer mehr Marschsäulen dazu aus allen Richtungen. Das Einzige, was ich mich noch erinnere, waren so eine handgemalten Plakate, der mit Spitzbart, Bauch und Brille, das ist nicht deutscher Wille. Das erinnere ich mich noch. Aber ansonsten war das völlig ungeordnet, keine Ansprachen. Man strömte dann aus allen Himmelsrichtungen etwa Hauptbahnhof. Dort war es ein Riesengedränge, weil nur aus die Marschsäulen waren gegenläufig und nun standen die und mussten erstmal Ordnung haben. Dann strömte der Zug in Richtung Augustusplatz, das war ja damals Karl-Marx-Platz, wurden immer mehr, man ging auch nicht mehr zügig. Immer diese gleichen Transparente, der mit Spitzbart, Bauch und Brille, das ist nicht deutscher Wille, und dann so verschiedene andere Losungen. Aber was eigentlich ist, nichts, also von wegen, dass da wer aus dem Westen da war oder was, Quatsch. Also das war alles nur diese Arbeiterschaft oder diese Einwohnerschaft, die da nun zusammen war. Dann strömte der Zug weiter in Richtung Dimitrov-Museum. Das war ja früher mal das Reichsgericht. Und am Reichsgericht, am Dimitrov-Museum, gerade rüber, war das große Leipziger Stadtgefängnis. War die Polizeibehörde und Stadtgefängnis. Und dort strömten irgendwelche Massen dahin. Und da war ich in der Marschsäule mit drinne. Da waren wir dann in der Straße drinne. Und die war sehr klein, sehr schmal. Da ging es überhaupt nicht mehr vorwärts. Und da wollten die Massen das Gefängnis stürmen. Das sehe ich noch vor mir. Und die Wachmannschaft da oben, der zog dann seine Pistole und drohte den ersten mit der Pistole, dass sie nicht weitergehen sollten. Die konnten ja aber nicht aufhören, weil die hinteren schoben ja. Die konnten ja nicht sehen, dass der vorne Pistole hat. Das war schon makaber. Und dann dauerte es gar nicht lange, dann tauchten an einem Ende der Straße tauchte ein Panzer auf mit aufgefahrenem Geschütz. Und da sind alle in alle Himmelsrichtungen auseinandergelaufen. Ich auch mit meinen Holzpantoffeln einfach weg hier. Was war ja nur, man wusste ja nicht wozu. Ja. Das große Problem war, Und wurden Sie von dieser, ich sag mal, rebellischen Stimmung auch erfasst? eigentlich weniger, weniger. Aber warum sind Sie dann mitmarschiert? Nur weil alle mitmarschieren. Das war nur mal, wenn dann eine bestimmte Massenbewegung, ich hätte ja auch nicht allein im Betrieb bleiben können, dann haben die ja hinter mir zugeschlossen. Nun gehen alle los, da gehen sie auch mit, da gehen alle mit. Gab es auch Sympathie von Ihnen jetzt für diese Losungen? Naja, meine Sympathien waren mehr auf der. Ich hatte ja meine Sache mit der Ingenieurschule schon im Kopf. Oh, Montag willst du dorthin und jetzt kommt, was ist denn nun los hier und so. Meine Sympathien oder Verärgerung waren eigentlich mehr die miese Bezahlung im Betrieb für meine viele Arbeit. Das war meine Überlegung. Und diese Losung stand ja damals mit vorne dran. Da hat es nämlich gerade vorher die Normenerhöhung gegeben. Und die hatte mich auch getroffen. Also hatte ich bis dahin vielleicht noch 1,50 Mark die Stunde verdient, verdiente ich plötzlich bloß noch 1,20 Mark oder weniger.
weil sie die Norm so hoch gesetzt hatten. Ja, das schaffte man dann nicht mehr. Wo fanden Sie sich wieder, nachdem alles auseinanderdriftete? Ja, nun driften wir alle auseinander. Es gibt ja aber dann bei solchen Demonstrationen überhaupt kein Ordnungsprinzip. Und Leipzig ist eben, wie gesagt, groß. Es war der Nachmittag, war. Es ist ja Sommertag, der 17.06. Tja, was blieb mir weiter übrig? Nach Hause gehen in Holzpantoffeln, da hätte ich ja auch nicht gekonnt. Da hätte ich ja meine Sachen in Betrieb gehabt. Also bin ich einsam und alleine in Holzpantoffeln quer durch Leipzig im Schlosseranzug an den Betrieb hinmarschiert. Mit dem Handicap, dass der Betrieb verschlossen war. War nur abgeschlossen, ja. Es war aber zum Glück, ich glaube, ein Pförtner da oder was. Und da konnte ich den dazu überreden, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal in der Garderobe und muss meine Straßensachen anziehen. Da kam das gleiche Problem nochmal. Dann stand ich im Mokka auf der Straße in Straßensachen, aber es fuhr keine Straßenbahn mehr. Da bin ich bis nach Lindenau gelaufen und nur die Leipziger wissen, was ich an dem Tag gelaufen bin. Hätte ich auch am Marathon auch bald teilnehmen können.